nicht, General Tobias. Das Gelände ist sicher, Lord Regent. Es kann nicht schaden, erneut nachzusehen. Ich werde nach unten in mein Schlafzimmer gehen. Verzeihung, Sir. Es wäre wohl am besten, wenn Sie in Ihrem Schutzraum auf dem Dach bleiben würden. Ich brauche heute den Komfort meines Bettes. Ich vertraue darauf, dass Sie und Ihre Männer den Power ausreichend sichern können. Und kommen Sie nach Ihren Runden zu mir. Ja, wie Sie wünschen, Lord Regent. Ich gehe nach oben. Sichern Sie diesen Bereich und aktivieren Sie den Alarm, wenn es Ärger gibt. Ja, Sir. Das schaue ich mir mal besser an. Das ist doch die letzte Scheiße. Verkackte Seuche. Ratten, alles zum Kotzen hier. Dinge besprochen.
bist du. Aufstehen, sofort! Hans Dice. Ich finde dich schon noch. Wir wissen, dass du hier bist. Thank you.
für den Folter. Ich meine den kaiserlichen Befrager. Oh nein, warum muss ich ihm das bringen? Er ist harmlos, solange du nicht vorgesehen bist zur Hinrichtung oder zum Verhör. Ist so seltsam. Arbeitet immer an geheimen Dingen. Und er ist ein brutaler Hund. Vertrau mir. Er ist zahm wie ein Lamm. Jetzt bring ihm sein Essen. Inmitten der hohen Festung deines Feindes. Was für ein beeindruckendes Bild du auf deinem Weg zum Lordregenten abgibst. Wie wirst du seine Herrschaft beenden? Mit Blut oder mit der Wahrheit? Es ist nicht einfach, zu ihm zu gelangen. Wenn die Kaiserin so gut bewacht gewesen wäre, wie anders würde die Lage heute sein? Ist es nur Rache, die du suchst?
Oder hast du noch einen anderen Plan? Willst du Wiederherstellung, Gerechtigkeit und die Krönung einer neuen Kaiserin? Oder wirst du alle ins große Nichts reißen? Wie auch immer, ich erwarte ein großes Spektakel. Ich werde ihr noch einmal schreiben. Sie muss es verstehen. Stunwall wurde eine Walölausgabesperre erlassen. Jeder Bürger ist dazu aufgerufen, etwaige Walölvorräte sofort zur Stadtwache zu bringen. Auf das Verbrennen von Walöl steht eine Freiheitsstrafe. Diese Nachricht ist eine Anordnung des Lordregenten persönlich. Wir müssen ihm vertrauen. Bitte, tun Sie mir nichts. Sie wollen den Lordregenten töten, nicht wahr? Verschonen Sie mich. Ich helfe Ihnen, ihn zu besiegen. Er macht Aufzeichnungen mit dem Audiographen. Geheimnisse, die sein Ende wären, würden andere sie hören. Über die Sendeanlage abgespielt wären seine Geständnisse in der ganzen Stadt zu hören und er wäre ruiniert. Die Audiographkarte, die Sie brauchen, ist in einem Safe im Zimmer des Lordregenten. Aber ich konnte über seine Schulter schauen und mir die Kombination merken. 935. Vertrauen Sie mir. Die Aufnahmen auf dieser Karte werden ihn erledigen. Viel Erfolg.
schreiben. Sie muss es verstehen. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? In der Tat, das glaube ich.
Ist alles vollbracht? Sollen wir zurück zum Houndpits Pub? Vielen Dank, Corvo. Dann wollen wir mal. Kleine Leute wie ich haben es immer am schwersten. Aber diesmal ist es anders. Der Lord Regent ist Geschichte, der Orden hat einen neuen Oberaufseher, unser Werk ist fast vollendet. Die anderen sind in der Bar. Vermutlich wollen sie ein Glas auf sie erheben. Ich werde draußen bleiben, wenn sie erlauben. Nachdenken, solange wir die Zeit haben. Mein Glückwunsch, Corvo.